Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, das sind so die Autohändler, die ich am liebsten habe. Die schmeißen erstmal nichts weg. Das steht erstmal da. Ja. Da ist ein CE, Mercedes. Jetzt vom Lack her sieht er beschissen aus, aber das läuft. Schöne Ascona, ne? War bis vor kurzem auch noch angemeldet. Gut, den Mercedes könnte man noch mal machen, ne? Also das ist auch durchaus alles da. Der hat sogar Klimaanlage. Da, ja. Der obligatorische Golf 2, der muss überall irgendwo rumstehen, glaube ich. 7er BMW, auch schon mittlerweile Richtung, stark Richtung Youngtimer unterwegs. S-Klasse. Ach, da stehen sie zusammen, die ehemaligen Konkurrenten. Den Mondeo mag ich eigentlich ganz gerne. Der ist cool. Ja, Ascona. Den suche ich ja auch noch, ne? C-Ascona. Passat. Auch jetzt schon Oldtimer. Der Seitenaufprallschutz ist außen. Das wusste ich auch nicht. Mit Leder. Gute Ausstattung. Solche Höfe mag ich ja, ne? Mir gerade erzählt, er hat ein 30 Jahre altes Auto hier stehen. Das ist schon mal mängelfrei durch den TÜV gekommen. Bitteschön. Ist er nicht hübsch? 2,5 mit H-Kennzeichen. Hat er mir gerade noch gesagt. 100. 9.000, meine ich jetzt, gelaufen, hat er mir gesagt. Neue Reifen. Also für 2.500 Euro sind auch Teile reingegangen. Ne? Hat einen Teppich. Ja, ein Peugeot. Nein, 102.000 hat er runter. Ja, 2,5. Mit H-Zulassung. Wenn euch das interessiert, einfach Bescheid sagen. Da versteckt sich noch ein SL. Da noch ein BMW. Gucken wir mal weiter. Ich finde den interessant, muss ich sagen. Also wer mit Oldtimerei anfangen möchte, für 2,5 mit H-Kennzeichen, also anmelden und losfahren oder wegstellen, nicht mit H-Kennzeichen, dann gibt es den Wagen auch billiger. Ne? Der Auspuff ist neu, die Reifen sind neu und so weiter. Klingt gut. Ja. Dann wollen wir mal nach hinten gucken. Dann gebe ich dir mal die. Dann noch was anderes gesehen. Verkaufsfahrzeuge, da vorne der Ford Focus, 390 Euro. Ist doch fair, oder? Ja, es geht eigentlich um den hier. 300 Diesel.
Neuteile für 1100 Euro. Hat der Vorbesitzer da reingeschickt. Ja. Ohne Turbo, ne? Rost, ja. Ja, Spaß rostet. So ist es halt. Schiebedach. Das ist Gott sei Dank nicht betroffen. Alles andere ist lösbar, ne? Wagenheberaufnahmen auf der rechten Seite müssten mal gemacht werden, aber ansonsten ist er recht stabil. Reifen sind gut. Den Kotflügel gibt es neu dabei. Hat der wohl schon. Ja. Die Polster unter den zwei, die sind übrigens doppelt, die Sitzbezüge. Ja, wenn schon Lammfell, dann richtig. Ist nicht nur einmal Lammfellbezug drauf, nein. Hier ist zweimal Lammfellbezug drauf. Darunter sind die Sitze in Ordnung. Meine Güte. So. Er ist blau. Innen. Ja, das ist ein schöner Alltags-Oldtimer. Der gute Mann, dem der Platz hier gehört, hat den Wagen gefahren, bis zur Ostsee und so weiter. 7 Liter verbraucht er. Für einen 300er ist das gut. So, dann machen wir uns wieder mal vom Acker.